Radikal. Und der deutsche Untertitel lässt es gleich schon irgendwie flapsig klingen, wenn es heißt, eine Klasse für sich. Und ich habe ja sonst immer den Spruch, die Realität lässt sich nicht in ein Filmdrehbuch zwängen. Dieser Film gibt vor, einen realen Vorfall wiederzugeben. Und wenn das die Realität ist, hat sich hier eine reale Version ergeben, wo man den Club der Toten Dichter und Dangerous Minds in ein Drehbuch vereint hat und das Ganze nach Mexiko verlagert hat. Denn wir sind, boah, ich muss den Ort ablesen, wir sind an der José Urbina López Grundschule in Matamoros. Ja, und das Ganze spielt im Jahr 2011 und wir sehen hier halt eine Grundschule und kriegen auch so ein bisschen die Grundsituationen der Schüler zu sehen. Das heißt, da ist einer, der Kriminelle, dessen Bruder in einem kriminellen Umfeld agiert und der Junge wird auch selber damit reingezogen. Ein Mädchen, das in ihrem Haushalt, wo schon mehrere Kinder vorhanden sind, Muttertätigkeiten übernehmen soll. Eine Hochintelligente, die leider ihr Potenzial nicht ausschöpfen kann, weil ihr Vater ein kranker Müllsammler ist und sie den unterstützen muss. Also wir bekommen ein ganz gutes Feeling dafür, wie diese Kinder schon in der Grundschule leiden und warum die es so schwer haben. Und dann betritt Sergio die Situation, das ist ein neu engagierter Lehrer und der ist unorthodox. Mit ganz schrägen, absurden Methoden, Situationen und sonstigem beginnt er bei den Schülern Dinge zu verändern. Also er ist einer, der sich nicht an den Lehrplan hält und genau das unterrichtet, was erwartet wird, sondern er schubst die Schüler in die richtige Richtung zu selbstständigem Denken, zu lernen. Und er sagt es auch an einer Stelle, ich habe euch nicht Wissen vermittelt, aber die Fähigkeit, dass ihr alles herausfinden könnt. Und das ist bei den 2 Stunden Lauflängen des Films, bei den 2 Stunden Laufzeit, die der Film hat, eigentlich das Hauptthema. Wir sehen ihn in der Schule, wie sich da so auf relativ witzige und auch sonst wie wohltuende Weise Szenen ergeben, in denen er Wissen in die jungen Köpfe vermittelt bzw. sie zum selbstständigen Denken anspornt. Das läuft ganz lange, alles sehr gut und dann kommt natürlich der große emotionale Bruch, ein tragischer Vorfall und dann müssen im letzten Drittel die Scherben zusammengefegt werden. Und ja, wie gesagt, das ist ein realer Fall, da erfährt man auch im Abspann noch so ein bisschen drüber, was der Film jetzt da wirklich 1:1 wiedergegeben hat und wo doch so ein bisschen beschönigt wurde. Ja, da mag eine kleine Grauzone sein, aber das ist gar nicht so wild. Das Ergebnis ist ein trotzdem durchweg wohltuender Film, weil es ist eigentlich keine schöne Thematik, es gibt Rückschläge, es gibt emotionale Momente, aber dieser Optimismus, diese positive Haltung und auch dieses Auflehnen gegen die starren Vorschriften, die hier die Hauptfigur Sergio umsetzt, die tun gut. Der Film macht auf seine Weise Spaß, obwohl es eigentlich kein Spaßfilm ist, nimmt einen emotional mit an die wirklich dramatischen Stellen und zeigt auch wirklich verzweifelte Menschen und Figuren. Und ja, ich kann überhaupt nichts Negatives daran finden, außer dass der Film viel zu unbekannt ist und hier sicherlich nicht allzu sehr auf dem Radar auftauchen wird. Wer ihn irgendwie in die Finger bekommt und für sowas einen Sinn hat, dem sei er komplett empfohlen. Wie gesagt, Club der Toten Dichter, Dangerous Minds nehme ich als Referenzfilme. Aber ihr könnt jeden guten Film, in dem ein unorthodoxer Lehrer irgendwie seinen Schülern was mitgibt, als Referenz nehmen. Und wenn ihr sowas mögt, seid ihr hier absolut richtig. Auch von mir gibt es 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr den Film gesehen oder kennt ihr die wahre Geschichte, die dahinter steckt? Das und was auch immer euch einfällt, das ist rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.